Fußstapfen des Jörg Roßkopf treten. Noch ist es nicht ganz so weit, aber der 17-jährige Ausgönner ist dran. Er gewann den ersten Satz gegen Jörg Roßkopf. Überraschend glatt mit 21:13. Roßkopf allerdings am Tag des Spiels erst aus Katar zurückgekommen, wirkte doch etwas angeschlagen, etwas müde, in manchen Phasen unkonzentriert. Allerdings im zweiten wusste er sich deutlich zu steigern. Aber es blieb eng. 17:15, die Führung für Timo Boll, dem also noch 4 Punkte fehlten, um Jörg Roßkopf zu besiegen. Jetzt nur noch 3. Wieder ein kleiner Durchhänger von Timo Boll. Vielleicht noch eine der kleinen Schwächen in seinem Spiel, dass er nach einem relativ leicht vergebenen Punkt ein klein wenig die Konzentration verliert, beziehungsweise zu sehr mit sich selbst hadert und dann es dem Gegner ermöglicht, 1, 2, 3 Punkte relativ leicht hinten dran zu setzen. Und das nutzt ein erfahrener Mann wie Jörg Roßkopf natürlich aus. Boll lässt sich von der Platte drängen. 4. Punkt in Folge für Roßkopf nach 18:15, 18:19 aus Sicht von Boll. Die beste Rückhand in der Bundesliga, vielleicht in der ganzen Welt, zum 2018. Roßkopf holt sich also den zweiten Satz. Die Entscheidung musste im dritten fallen. Wir hören mal rein, wie Helmut Hampel Timo Boll darauf einstellte. Und die Eröffnung ist soweit okay. Nur ab und zu auch mal Rückhand öffnen. Weite Rückhand, ja. Okay? Sonst ist okay. Mitte Vorhand ist okay. Ab und zu mal weiter Rückhand öffnen als Variation. Und denk dran. Guck ein bisschen, wenn der anfängt mit Rückhand, dann spielt er mal Rückhand. Wieder gerade Rückhandblock, nicht mehr in Vorhandblock. Okay? Und wenn der hinterm Tisch ist, muss der Ball sofort in seine Rückhand. Okay? Ja? Geht schon. Die Frage, wie gerade ein so junger Spieler wie Timo Boll solche Anweisungen während des Spiels tatsächlich aufnehmen kann. Er startete gut in den entscheidenden dritten Satz, führte mit 6:1, dann allerdings kam Roßkopf heran, Seitenwechsel bei 10:8. Und jetzt die Führung 15:14 für Jörg Roßkopf. Wieder dieses Hadern mit sich selbst, obwohl er eigentlich mit seiner Leistung durchaus zufrieden sein konnte. Keiner verlangte einen Sieg von ihm, keiner erwartete es wirklich gegen den noch übermächtigen Jörg Roßkopf.17:14 Führung für Roßkopf und Aufschlag. Das Ding schien gelaufen. Zumal Timo Boll wieder mal eine seiner Phasen hatte, in denen wenig lief.
Die Ballwechsel natürlich wesentlich kürzer als zum Beispiel im Spiel Matsushita gegen Shu. Zwei Angriffsspieler, die auf den schnellen direkten Punkt gehen. Das sind lange Ballwechsel Mangelware. Dennoch Spitzentischtennis auch in dieser Partie. Kleine Hoffnung. 16-19 und Aufschlagrecht bei Timo Boll. Klasse Punkt aus der Halbdistanz. Da bewies er auch seine Kämpferqualitäten und Jörg Roßkopf, der hat es vielleicht ein klein wenig zu leicht genommen. Auf der anderen Seite wusste er natürlich, wie eng das nochmal werden könnte. Timo Boll hatte Aufschlagrecht und er ist ja bekannt für seine Aufschläge. Da hat auch ein Jörg Roßkopf Probleme. Und nur noch 18-19. Prima am Gesicht von Jörg Roßkopf abzulesen. Plötzlich hat er erkannt, dass er da einen möglichen Sieg vielleicht etwas zu früh schon abgehakt hat und jetzt im Hintertreffen war. Timo Boll, Punkt für Punkt bei eigenem Aufschlag. Er war fast draußen aus diesem Match und jetzt hat er Matchball, angefeuert von den Fans in der toll besuchten Halle. Das war's. Boll schlägt Roßkopf. Ein Riesenerfolg für den Nachwuchsmann, auch wenn der Sieg gegen den am Ende doch etwas müde wirkenden Roßkopf nicht überbewertet werden sollte. Klasse Leistung, die dementsprechend gefeiert wurde. Keine Frage, der kommende Mann im deutschen Tischtennissport, Timo Boll. Ein enorm wichtiger Sieg für Gönnern, da Wladimir Samsonow gegen Danny Heister auf Tisch 2 für den 5. Düsseldorfer Punkt gesorgt hatte. Mit 2 Siegen in den beiden abschließenden Einzeln war also zumindest noch ein Unentschieden möglich für Gönnern. Bevor wir Ihnen diese Spiele zeigen, wollen wir aber die beiden Akteure von eben zu Wort kommen lassen. So, da sind sie nun, die beiden, Timo Boll und Jörg Roßkopf. Jörg, hat man wieder gesehen, jedes Spiel muss erst zu Ende gespielt werden, zugemacht werden. Was war da los am Schluss? Ja gut, am Schluss habe ich natürlich vergessen, die Partie zuzumachen. Aber man muss sagen, dass normalerweise das Spiel auch schon 2-0 für den Timo ausgehen hätte müssen. Er hat eigentlich den kompletten zweiten Satz sehr gut gespielt, hat er auch geführt. Und ich denke, das hätte schon ganz anders ausgehen können, ja. Also von außen wird er mal rangetragen, wenn Jörg Roßkopf und Timo Boll gegeneinander spielen. Das ist das Generationenduell, Mr. Tischtennis in Deutschland und sein Nachfolger. Nun, er spielt jetzt schon häufig gegen Jüngere und Sie natürlich auch gegen Ältere. Aber ist das schon noch immer etwas Besonderes, gegen Jörg Roßkopf zu spielen, der sicherlich auch ein Vorbild war? Ja klar, es ist was Besonderes, gegen Rossi zu spielen, da auch ein Vorbild für mich ist. Und von dass ich gewonnen habe, ist natürlich Wahnsinn. Was hat denn für Sie den Ausschlag gegeben in dieser Partie gegen Jörg Roßkopf? Mit welcher Taktik geht man da in das Match hinein? Ja, ich habe relativ wenig zu verlieren gegen Rossi. Den Druck hat eher er. Und ja, ich habe locker aufgespielt, habe mich wohlgefühlt und habe dann auch gute Bälle gespielt. Und so habe ich, denke ich, auch mal verdient gewonnen. Sie beiden waren ja auch bei den Qatar Open jetzt die ganze Woche über, wie viele andere auch, die wir heute Abend gesehen haben. Wie störend ist das denn hinsichtlich einer Tischtennis-Bundesliga-Begegnung? Ja, ist mit Sicherheit nicht fördernd, wenn man am gleichen Tag dann hier anreist. Aber man muss sagen, wir haben das davor gewusst und wir haben uns davor darauf eingestellt. Und ich denke, dass das nicht das große Problem gewesen ist. Das war ganz einfach so, dass das Team heute viel besser gespielt hat, vor allen Dingen auf die weichen Bälle viel besser gespielt hat. Und das hat man heute gemerkt, dass er sich da ziemlich stark verbessert hat. Und ich muss das akzeptieren jetzt. Ja, Jörg Roßkopf stand mit Speedy Fetzner im Halbfinale immerhin. Und Timo Boll hat das U19-Turnier
gewonnen in Katar. Dazu nochmal recht herzlichen Glückwunsch und sich auch für das Hauptfeld qualifiziert. Ja, ich meine, Jörg Großkopf macht das schon seit Jahren, dass er natürlich auch große Pro-Turniere mitnimmt und dann mal eine Woche in Asien oder was weiß ich wo ist. Bei Ihnen, ja, fängt es jetzt erst so langsam an. Merken Sie das kräftemäßig? Ja, ich merke jetzt schon, dass die Beine müde werden und ich glaube, ich verkrafte das ganz gut. Ich habe mich im letzten Jahr konditionell auch verbessert. Ja, und ich stecke das, glaube ich, ganz gut weg. Für Sie sind heute Abend ja die Messen gesungen. Jetzt muss aber Richie Brause gegen Koji Matsushita ran. 3-5. Ist da noch ein Unentschieden drin? Ja, beide Spiele sind, glaube ich, offen. Und wir hoffen natürlich auch auf einen Punkt hier. Danke an Sie beide. Also jetzt Richie Brause gegen Koji Matsushita. Bitte, Herbert Steffe.